Werde jetzt Facebook-Fan der Bäckerei 30. Wir verlosen unter allen Fans einmal zwei VIP-Karten für ein Heimspiel des FC Energie Cottbus in der Rückrunde. Der nächste, den wir zum ersten Mal bei FC Energie TV im Interview haben, Julian Börner, Nummer 13 im Kader. Julian, du bist genauso wie Daniel Ziebig in zwei Tagen ein Jahr älter. Ja, richtig. Ja, ist ganz kurioser Zufall, dass ich mit Ziebig am 21.01. Geburtstag habe. Aber ihr feiert nicht zusammen, oder? Ja, innerhalb der Mannschaft werden wir uns bestimmt das eine oder andere einfallen lassen, wenn wir dann wieder im Cottbus sind. Aber ansonsten, er hat seinen Freundeskreis, ich werde mit meinem Freundeskreis, mit meiner Family ein bisschen was machen, aber auch nicht groß. Wir stecken ja mitten in der Vorbereitung. Jetzt bist du seit 2009, wenn ich das richtig gelesen habe, beim FC Energie Cottbus. Hattest ein bisschen Pech mit Verletzungen? Wurdest du jetzt die letzten drei Spiele eingesetzt? Ist das genau so, wie es jetzt endlich mal laufen soll? Ja, ich sag mal, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Gehörte zwar ein bisschen Glück dazu durch die Verletzung von Hühnemeier, Schorsch und den langzeitverletzten Prenzka. Aber ich denke, ich habe die drei Spiele ganz ordentlich bestritten. Und ja klar, das ist, sag ich mal, von jedem Wunsch, da in der zweiten Liga in der Anfangself zu stehen. Aber ich werde an mir arbeiten. Wichtig ist für mich, gesund zu bleiben. Und ich hoffe, dass ich vielleicht in naher Zukunft den nächsten Schritt gehen kann, klar. Werde jetzt Facebook-Fan der Bäckerei 30. Wir verlosen unter allen Fans einmal zwei VIP-Karten für ein Heimspiel des FC Energie Cottbus in der Rückrunde.